Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, dass das Verhalten der Berliner Polizei sehr wahrscheinlich schlimm war, aber dass das eigentlich viel schlimmere ist, dass die großen Medien und die meisten Politiker kein Wort darüber verlieren. Es im Gegenteil verschweigen und kleinhalten und damit befördern. Betrachten wir zuerst, was passiert ist. Es gibt einen Gerichtsbeschluss, dass die Querdenken-Demonstrationen nicht stattfinden dürfen. Die Polizei muss sich danach richten, ob es ihr passt oder nicht. Ein Demonstrant versucht nach einem Augenzeugenbericht, um einen Polizist herumzulaufen, streift diesen Polizist aber etwas und bringt ihn aus dem Gleichgewicht ein bisschen. Daraufhin packen ihn die Polizisten und schlagen auch noch auf ihn ein, als er längst wehrlos ist. Nach dem Augenzeugenbericht, sodass der Demonstrant am Ende blutüberströmt ist, zwei Platzwunden am Kopf hat. Und zu erkennen ist, dass das Bein eines Polizisten komplett rot gefärbt ist. Also eine wirklich brutale Szene. Jetzt kann man sagen, okay, die Polizei in Berlin, es waren viele Polizisten, die Demonstranten haben sich nicht an die Auflage gehalten. Und da ist es passiert, dass sich Polizisten falsch verhalten haben. Das kann immer mal passieren. Aber was müsste jetzt normalerweise kommen? Jetzt müsste das untersucht werden. Jetzt müssten die Medien sagen, hier war ein Vorfall, das war nicht in Ordnung, das muss jetzt untersucht werden. Und dann muss eigentlich normalerweise ein Politiker kommen und sagen, das geht natürlich gar nicht. Wir leben in einem Rechtsstaat. Klar, der Demonstrant, der durfte da nicht langlaufen. Aber die Polizei muss Verhältnismäßigkeit walten lassen. Das darf jetzt nicht sein, die Polizei, okay, das ist okay, wenn die Polizei etwas ruppig ist. Sie muss sich ja irgendwie durchsetzen. Aber es ist nicht okay, dass dann ein wehrloser Demonstrant irgendwie geschlagen wird. Es ist ja auch so, wir haben jetzt diesen Augenzeugenbericht gehört. Das ist jetzt eine Seite. Das heißt, das Ganze müsste man jetzt noch genauer untersuchen. Müsste noch die Polizisten hören, was sie sagen, müssten noch andere Augenzeugen hören. Aber die Medien schweigen das komplett aus. Und nach allen Berichten, und das gibt ja von Boris Reitschuster und von anderen, gibt es Aufnahmen, ist der Eindruck doch so, dass die Demonstranten versuchen, irgendwie irgendwo lang zu laufen, aber dass sie ansonsten nicht gewalttätig sind. Überhaupt nicht. Und dass stattdessen die Polizei die Teilnehmer unverhältnismäßig hart angeht. Darunter auch Boris Reitschuster, der das Ganze filmen will. Er wird einfach weggeschubst. Die großen Medien suggerieren aber in ihrer Berichterstattung, die Teilnehmer hätten sich ungefähr verhalten wie Linksextremen, die Krawall machen. Also Extremisten, die Steine schmeißen zum Beispiel. Und was hat das jetzt für Folgen? Es ist natürlich klar und der Eindruck drängt sich auf, dass die Polizisten denken, ja, sie haben freie Hand. Und was bedeutet das für die Zukunft? Wenn das nicht aufgedeckt wird, wenn das nicht aufgearbeitet wird, dann weiß natürlich jeder Gewalttäter, dass er das machen kann in Zukunft. Und wahrscheinlich hat auch diese Leute haben das wahrscheinlich auch gewusst, von vornherein, dass sie keine Probleme bekommen, wenn sie das machen. Es zeigt, dass die ganzen Linken das Ganze, was sie in der Vergangenheit erzählt haben, mit Demokratie und dem Ganzen und Minderheitsrechten, es ist alles nur reines Framing, es ist positives Selbstframing, es ist Täuschung. Es zeigt sich jetzt das wahre Gesicht dieser Leute, dass sie das gar nicht interessiert. Und das zeigt, wie instabil die Demokratie ist. Was können wir jetzt machen? Diese Leute haben eine Schwäche. Die meisten von diesen Leuten, sie sind feige. Das heißt, sie trauen sich immer dann etwas zu tun, wenn es keine negativen Konsequenzen gibt. Wenn sie kein negatives Framing bekommen. Wenn sie keine negativen Konsequenzen spüren. Es ist ungefähr so wie bei kleinen Kindern, wie man sich in der Schule vorstellt. Sie müssen bestraft werden, damit sie gutes Verhalten an den Tag legen. Es ist traurig, aber so funktionieren auch diese Leute. Sie sind frech. Sie framen sich positiv, machen aber was ganz anderes und solange sie niemand daran hindert, machen sie immer weiter. Was kann man jetzt machen, um diese Entwicklung zu stoppen? Es scheint ausweglos. Die Leute sind desinteressiert,
Sie haben keine Courage, sie sind Mitläufer. Und dann ist es ja eigentlich zwangsläufig. Es wird alles immer schlimmer. Man muss sich jetzt klar werden, was man selber will und was die anderen wollen. Wir wollen die Demokratie, weil wir wollen in einem Rechtsstaat leben, wir wollen in Wohlstand leben, wir wollen Rechtssicherheit, wir wollen zivilisiert leben. Und wie kann man jetzt die Mehrheit überzeugen, dass man sich redlich verhält, dass man sich rechtsstaatlich verhält, dass man Minderheiten schützt? Es ist der Appell an das eigene Interesse, an das eigene Wohlergehen. Natürlich, solange jetzt nur Querdenken gemobbt wird, solange nur die AfD, solange nur es diesen Leuten schlecht geht, das macht den Leuten nichts. Da haben die keine Skrupel, weil da fühlen sie sogar einen Vorteil. Wenn die anderen einen Nachteil haben und ich keinen Nachteil habe, habe ich einen Vorteil. Das klingt jetzt erstmal widersinnig, aber das ist ja irgendwo logisch, evolutionär gesehen logisch. Wenn andere einen Nachteil haben, habe ich einen Vorteil. Das heißt, solange es nur uns schlecht geht, das macht diesen Leuten nichts aus. Aber wenn sich die Zustände destabilisieren, und das war in Deutschland schon öfters so, dann herrscht irgendwann Anarchie. Und dann geht es allen hier schlecht. Und dann verlieren sie auch. Das heißt, wenn das System hier zusammenbricht, wenn der Rechtsstaat zusammenbricht, dann geht erstmal der Wohlstand verloren, das betrifft diese Leute. Und es geht auch noch viel mehr verloren. Und es kann auch ihr eigenes Leben kann bedroht werden. Es kann zu Krieg kommen, Krieg, Chaos. Und das wollen dann diese Leute nämlich auch nicht. Weil sie wollen auch ein gutes Leben haben. Sie wollen vielleicht gerne mobben, aber sie wollen auch ein gutes Leben haben. Und man kann dann hoffen, dass bei vielen Leuten es dann den Ausschlag gibt, dass wenn ihr eigener Wohlstand bedroht ist, ihr eigenes Wohlergehen bedroht ist, dann lenken sie ein. Man kann jetzt auch mal gespannt sein, wie das mit dem Impfen, wie das geht. Es wollen sich tatsächlich viele Leute nicht impfen lassen. Und es wird jetzt wahrscheinlich eine Impfpflicht geben, zumindest indirekt. Man kann jetzt mal gespannt sein, wie begeistert die Leute davon sind. Weil es ist ja klar, es wird ja nicht einmal dabei bleiben. Wenn das jetzt durchgeht, dann wird es ja immer wieder kommen. Und wie begeistert sind die Leute davon, einen Impfstoff mit Blutzulassung sich spritzen zu müssen, bei einem meist geringen Risiko an Covid-19 ernsthaft zu erkranken? Das gilt zumindest für die gesunden und die nicht so alten Leute. Jedenfalls, wenn es gelingt, den Leuten klarzumachen, wenn ihr jetzt zulasst, dass die Ordnung zusammenbricht, dass hier alle möglichen Zustände herrschen können, dann trifft es heute vielleicht Querdenken, aber es kann dann irgendwann noch euch treffen und dann gibt es kein Querdenken mehr, das euch schützt oder das sich dann davor stellt, sondern die sind dann weg, dann kann mit euch gemacht werden, ja, wie es halt in nicht-demokratischen Staaten ist. Das seht ihr überall auf der Welt, wie das so läuft. Und wenn man das den Leuten klar macht und dann auch zeigt, hier, guckt euch die Bilder an, hier, das ist die Polizei. So, wenn ihr eine andere Meinung habt, wenn ihr mal eine andere Meinung habt, dann seht her, so geht es euch dann. Dann werdet ihr ausgeschwiegen, dann werdet ihr ausgegrenzt. Wenn ihr einen Nachteil habt, wenn sich jemand euch gegenüber nicht rechtsstaatlich verhält, dann kann das halt passieren, es interessiert sich keiner dafür. So ist das dann. Und dann lenken wahrscheinlich die meisten Leute ein. Es ist zum Schämen, die meisten sind Mitläufer. Erst dann, wenn der eigene Vorteil bedroht ist, erst dann denken sie ein. Aber unser Problem ist, wir können uns die Leute nicht aussuchen. Wir wollen in einer Demokratie leben, in einem Rechtsstaat leben. Und dann müssen wir mit den Leuten klarkommen. Dann müssen wir sie in Schach halten. Viele Leute, die Linksextremen zumindest. Und die Mitläufer müssen wir auf unsere Seite ziehen, indem wir Stärke ausstrahlen. Und Stärke strahlen wir zum Beispiel aus, indem wir die Linksextremen für ihr Verhalten blamieren, deutlich machen, dass sie eine Gefahr sind. Das klar deutlich machen. Wenn dann nämlich die Linken ihr gutes Framing los sind und sie Gefahr laufen, belangt zu werden für ihr Verhalten irgendwann, dann knicken sehr viele wahrscheinlich auch ein und machen dann nicht weiter. Und das ist die einzige Chance. Und um die Information nach außen zu tragen, ja, Flugblätter, persönlicher Kontakt. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was euch sonst so einfällt. Macht's gut.